Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Minecraft. Wobei, jetzt ist es wohl eher ein Resident Evil oder so. Weil hier jede Menge Zombies sind, die uns hier gerade versuchen, das Leben schwer zu machen. Ein komisches Lachen haben wir hier auch schon wahrgenommen. Bei dem ich auch noch nicht weiß, was das war. Weiß nicht, was ich hier höre. Was ist das? Stecke ich auch noch fest, Alter. So, unser Essen geht auf jeden Fall auch langsam zu Ende. Wird vielleicht auch Zeit, die Höhle irgendwann zu verlassen. Vielleicht. Irgendwas höre ich auf jeden Fall immer. Kurz die Dinger hier wegkloppen, damit ich hier durchpasse. Ich glaube, ich würde doch lieber erstmal die andere Seite weitergehen, weil ich befürchte, dass sich die Höhle dort wieder trifft und dann schließt. Ich höre ein Skelett. Aber ich sehe ihn nicht.
Alter, wo sind wir zur Hölle? Da ist auf jeden Fall mal abwechslungsreich Kohle. Kann ich da Steine hinstellen? Das waren die falschen, die wollte ich. So, hauen wir die hier mal weg. Ich wollte da ganz gerne mal gucken. Immer wenn ich ein bisschen Licht sehe, erhoffe ich mir, dass wir da vielleicht schon waren und die Höhle sich dann dort wieder schließt. Ich glaube, wir holen uns mal kurz das Eisen hin. Ganz vorsichtig natürlich. So, nehmen wir die Kohle noch mit. Was ist denn das? Oh, wir gehen ganz schnell wieder zu hier. Hä? Was ist das? Ja, so eine Qualle, ich weiß, aber... Macht die die Geräusche, oder? Vorhin habe ich was lachen hören, jetzt... Hör ich so ein bisschen magiermäßig? Okay, dann sind wir hier mit diesem Bereich auch fertig. Wir müssten auf jeden Fall irgendwann auch nochmal zurück, damit wir so wieder ein paar Sachen wegbringen können. Huch. Na, hier ging es ja auch noch runter. Oh Gott. Was für ein wirklich mieser Ort, ne?
Aber da leuchtet was, vielleicht waren wir da schon. Okay. Also da leuchtet's auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob es eine Fackel ist oder... Bau das jetzt ja einfach nur mal ein bisschen zu, damit der uns nicht gleich packt hier. Da sind wirklich Fackeln, das heißt, da waren wir schon. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Ich hoffe natürlich selber auch, dass sich diese Höhlentour langsam auch dem Ende entgegenwirkt, denn wir verbringen schon sehr viel Zeit hier unten. Ich hoffe mir eigentlich nur, dass wir vielleicht, wenn wir da rauskommen, so in der Nähe von unserem... Den wollte ich nicht. Ja, kann ich mich ja dumm und dämlich prügeln. Den machen wir nochmal weg hier oben. Mann. Ach, ich weiß, wo wir sind, glaube ich. Ja, ich weiß, wo wir sind. Ja. Hier gehen wir jetzt praktisch zurück zu unserem... zu unserer Kiste und so. Gut, das heißt, wir haben da hinten diesen ganzen Bereich schon erforscht, aber ich glaube, ich habe einen Diamant vergessen. Irgendwo lag da noch ein Diamant, den habe ich nicht geholt. Aber ich glaube, ich weiß noch, wo er ist. Ich glaube. Sind unsere Steine auch fast leer? Oder wir haben nicht noch ein D? Nee. Aber ich glaube, in der Kiste haben wir noch welche, oder? Naja, gut, wie gesagt, die Höhle war jetzt natürlich extrem groß. Und wenn wir diesen Bereich da rechts fertig haben, dann können wir ja dann auch gerne nochmal rausgehen, erstmal wieder andere Dinge machen, weil dann ist es nicht so schlimm. Weil wir dann wissen, wir waren ja da in diesem Bereich schon überall. Wir müssen ja unsere Sachen hier auch noch wegkriegen. Nochmal 64 und nochmal Redstone und Wahnsinn. Roheisen haben wir auch nochmal 19. Gammelfleisch haben wir auch nochmal 2.
Bruchstein haben wir noch 14, Tropfsteinblock. Haben wir auch schon welche. Kupfer haben wir noch gar nichts. Zumindest nicht mit. Knochen haben wir ja schon wieder ein. Ja, schön, das ist wirklich schön. Wir haben nur noch 11 Fackeln, aber ich gehe davon aus, wir haben da jetzt nicht mehr so viel zu erforschen. Wir gehen jetzt nochmal nach unten, in diesem Bereich, den wir eben freigeschaltet haben. Das ist aber auch der letzte Bereich, den wir uns noch angucken werden. Und dann gehen wir wieder hoch ans Tageslicht. Machen nochmal ein paar Fackeln. Fackeln sind immer wichtig. So, alles andere, denke ich, können wir so nehmen und können uns aufmachen. Speichern brauchen wir ja. Ach, nee, schlafen wollte ich. Doch, vielleicht, wenn wir schlafen, dann ist er doch auch erholt, ne? So, warte. So. Mal ganz kurz Bubu machen. Dann ist auch, glaube ich, die Energie und das Essen wieder voll, ne? Ja, oder auch nicht. Habe ich mir nur eingebildet. So. Dann machen wir uns auf zum letzten Bereich. Wenn ich denn jetzt so genau weiß, wo es war. Aber wirklich, was für eine unfassbar große Höhle, Alter. Guck mal, da hinten, diesen ganzen Bereich, haben wir auch noch gar nicht angeguckt. Aber da leuchtet schon was, deshalb weiß ich jetzt nicht so genau. Naja. So, hier haben wir uns runtergebaut. Und hier wird es aber noch lang gehen. Warte mal, ich... Nein. Oh, ich dachte, ich falle da runter. Ich möchte noch mal ganz kurz. Ja, das, da unten werden wir gleich irgendwo sein. Ich möchte noch mal ganz kurz. Ganz kurz gucken, wo ich hier den Diamant vergessen habe. Hier war nichts. Von da sind wir eigentlich gekommen. Ich glaube, der war sogar schon hier, ne? Da ist er doch, sag ich doch. Ich stell mich mal weiter hier hin. Nee, das war's. Einer war das, ne? Nee, zwei sogar, siehst du? Du heiliger Bimbam. Hab ich mich jetzt verjagt, Alter? Warte mal, hier machen wir nochmal eine Fackel hin. Das ist sehr dunkel hier. Eben haben wir ja ein bisschen gegeizt, weil wir nicht mehr so viele mit hatten. Diamant. So. Der war clever. Ich weiß nicht, ob sie hinter weitergeht.
Scheint nicht so. Und da auch nicht. Okay. Da gab es noch einen Diamant. Scheiß Fackeln leer. Und ich drück mir hier einen Wolf. Da kommt ein Zombie. Keine gute Fläche zum Kämpfen. Besser, aber trotzdem knapp. Das Lava. Dann gehen wir da jetzt mal nicht runter. Ich wollte das Bett hier hinpacken. Da oben ist ein Diamant. Hier sehe ich Gold und einen Diamant sehe ich auch. Da ist noch so ein blauer Stein. Da hinten sehe ich Fackeln. Auch nicht Lava. Nö. Okay, da ist jede Menge Lava. Die Kohle, da, das Eisen können wir dann nicht holen, weil das dann wahrscheinlich direkt in die Lava fällt. Da ist noch ein Diamant. Und Gold haben wir ja auch noch irgendwo gesehen. Noch einer. So. Nur mal kurz gucken, wo ich jetzt das Gold gesehen habe.
Ui. Was denn hier los? Na, die Tour hat sich doch schon gelohnt hier, oder? Natürlich nur, wenn wir das doch alles noch nach Hause kriegen. Noch mehr. Aber irgendwo war auch Gold, ich bin mir sicher. Da. Sag ich doch. Eisen ist immer wichtig. So, Gold. Oh. Ich weiß zwar noch nicht genau, was man mit Gold machen kann. Vielleicht habt ihr da ein paar Tipps. Und ich sollte vielleicht mal aufhören, mit der Eisenhacke hier rumzuschlagen. Aber unsere Reise neigt sich jetzt tatsächlich langsam dem Ende zu. Oder auch nicht? Doch. So. Hier war auch nichts mehr, ne? Nee. Gut, an den Deckenbereichen ist jetzt noch Eisen, was man vielleicht nehmen könnte. Aber wie gesagt, wir haben da auf der anderen Seite auch noch einen Bereich, wo wir lang gehen könnten. Ich jetzt aber nicht unbedingt noch will, weil wir jetzt ja wirklich schon sehr, sehr viel Zeit in dieser Höhle hier verbracht haben. Wir müssen aber wirklich mal gucken, was wir hier draus machen könnten. Guck, da ist noch ein Bereich, wir können ja nochmal einen kurzen Blick werfen. Jo, Begrüßungskomitee kommt direkt. Gold ist hier noch. Ein Skelett sehe ich. Mit denen möchte ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen, aber vielleicht können wir das Gold hier noch mitnehmen. Ach du Penner. Autschen. Ich verziehe mich mal kurz, dass ich auch was essen kann. Muss voll sein, damit er sich heilt, ne? Ich möchte jetzt natürlich ungern unsere Sachen alle verlieren, aber das Gold liegt ja jetzt auch so offen.
Vielleicht sieht er uns so ja nicht. Hustekuchen. Okay, ich würde sagen, das reicht. Wir gehen erstmal. Autschen. Wie gesagt, wir haben ja wirklich noch viel zu tun, was das andere alles angeht. Die Höhle ist ja jetzt erst einmal Nebensache, würde ich sagen. Und wir haben ja hier schon mega viel erkundet jetzt in diesem Ding. Was wir uns hier vielleicht irgendwie reinbauen können, weiß ich noch nicht. Ob wir das vielleicht mit irgendwas verbinden können, weiß ich auch noch nicht. Da irgendwie mit unserer Festung dann wie viel, oder Festung mit unserer Fischer-Jagdhütte. Weiß ich auch noch nicht, aber ich würde, glaube ich, morgen dann in der neuen Folge anfangen, die Jagdhütte weiterzubauen. Glaube ich. Also zuerst einmal müssen wir eh die Sachen wegbringen hier. Ne, damit wir hier nichts mehr rumfliegen haben. Und das werde ich natürlich auch tun. Alles, was wir hier haben, rüberbringen dann. Aber vorher müssen wir eh ein bisschen Platz schaffen. Tuffstein. Hat man nicht schon Tuffstein? Da ist doch schon Tuffstein. Bruchsteinschiefer. Haben wir jetzt auch schon sehr viel von. Feuerstein haben wir auch sehr viel von. Gammelfleisch haben wir auch sehr viel. Gold haben wir jetzt auch ordentlich was. Ja, wir haben ja auf jeden Fall ordentlich was angesammelt. Kies können wir da auch nochmal drauf klatschen. Haben wir jetzt auch sehr viel von. Zack, den können wir da auch noch drauf ballern. Und dann würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge unser Projekt Jagdhütte angehen. Wenn wir das gemacht haben, unsere Jagdhütte fertig haben, kommen wir hierher zurück. Erkunden die andere Seite. Und wenn wir damit fertig sind, bringen wir unseren ganzen Scheiß rüber zur Hütte. Ich kann ja schon mal gucken, ob wir Tag oder Nacht haben. Oh, wir haben es gerade Nacht. Dann legen wir uns vielleicht hier sogar nochmal schlafen, damit wir dann wirklich bei Tageslicht rausgehen könnten. So, oh, genau in der Mitte gestellt. Prima. So, wir pofen nochmal eine Runde. Ich würde sagen, wir beenden die Folge fürs Erste. Ich hoffe, ihr seid dann morgen wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da, passt auf euch auf. Und wenn ihr Bock habt, Freunde, dann sehen wir uns morgen direkt wieder. Ciao, ciao.